Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 28.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir einen neuen Skin, Sophia. Und so wie ich das hier sehe, eine neue Lackierung. Kontrast, auch wenn es nicht dasteht, aber Kontrast sagt mir persönlich nichts. Wenn wir dann gleich nochmal sehen, ich guck mal rein, könnte natürlich jetzt mega peinlich werden für mich, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ich kenne das Ding nicht. So, also dann gucken wir mal hier rein. Super Beinarbeit. Michael Flatley wäre neidisch gewesen bei diesem Super Step Dance für 500 V-Bucks. 8 von 10. 3,7 von 5 bei 10 Votes. Am 10. März 2018 ist erstmal drin gewesen. 12 Mal seitdem. 19 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 103 Tagen am 17. März 2019. Super Beinarbeit. Dann haben wir den Birdie. Ein Birdie, ja. Ist hier diese Golfspielerin. Kriegt von mir 6 von 10. Birdie hat hier ein Voting von 3,44 von 5 bei 27 Votes am 14. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem. 23 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen. Birdie für 800 V-Bucks. Dann haben wir den krassen Spalter. Boah. Schwing dich durch die Schatten, Teil des Schädel- und Schleifensets für 800 V-Bucks. Ja, da unten da dieser Totenkopf dran. Für mich, habe ich eine Erinnerung, da gab es noch irgendwie einen Style. Kann das sein? Irgendwas Pinkes, Rosanes. Diese Farbe ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ja, scheinbar ist das aktuell nicht drin. Jo, krasser Spalter kriegt von mir 6 von 10. Ist der Stark Splitter und er hat 4,5 von 5 bei 2 Votes. Ey, was ist denn da heute los? Was ist denn da heute los? Gehen wir nochmal zurück. Ja, das ist ja echt krass. Also, das Ding ist heute das erste Mal im Shop. Irgendwie hatte ich das ja schon so im Gefühl. Also, ich habe gedacht, so, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kenne ich das in einer anderen Farbe. Da ist normalerweise ein Scully, glaube ich, drin gewesen im Shop. Das Ding hier für 800 V-Bucks, der krasse Spalter, hatte eine andere Farbe. Ja, was haben die denn heute geschafft? Hier fehlt das Neu. Hier oben Kontrast, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das neu ist. Gehen wir hier zum Golfschläger über und der Golfschläger kriegt von mir 6 von 10. Das ist der Driver. Und der Driver hat hier ein Voting von 3,91 von 5 bei 11 Votes am 14. April 2019. Das ist erstmal drin gewesen, dreimal seitdem 10 Reminders. Der Driver. Dann kommen wir zu dem Kugelsicher, hat sich der sofort auch geholt. Das ist mega cool, das Teil kriegt von mir 9 von 10 Bulletproof. Und Bulletproof hat hier ein Voting von 4,19 von 5 bei 16 Votes. Am 16. Mai 2019 sind sie erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem 2 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen. Für 200 V-Bucks. Kugelsicher. Und dann, ich sehe dich noch. Kriegt von mir 8 von 10. Be Seeing You heißt das Ding. 8 von 10. Haben wir hier ein Voting von 4 von 5 bei 20 Votes. Am 16. Mai 2019 sind sie erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem 2 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen. Dann, ja gut, die hatten wir gestern bereits drin gehabt. Oben das Video in der rechten Ecke verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann haben wir hier den John Wick. Den finde ich mega cool. Kriegt von mir, vor allem in diesem Style hier, ne? Mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den John Wick mega cool. Hat hier ein Voting von 4,23 von 5 bei 82 Votes am 16. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem. 49 Reminders. Das letzte Mal vor 38 Tagen im Shop. So, dann haben wir hier den Vorschlaghammer. Und der kriegt von mir 6 von 10. The Simple Sledge. Hat hier ein Voting von 4,12 von 5 bei 25 Votes am 16. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem. 5 Reminders. Das letzte Mal im Shop auch vor 38 Tagen. Für 500 V-Bucks.
So, dann kommen wir erstmal hier zu dieser neuen Lackierung, Kontrast. Und das Ding, das sieht schon irgendwie ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also mir persönlich gefällt, auch hier sieht echt cool aus, gefällt das ziemlich gut. Und das kriegt von mir 9 von 10 Kontrast für 500 V-Bucks. Mega nice. Lass uns mal jetzt hier reinschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist heute auch das erste Mal drin. So, gucken wir mal. Was haben wir da? 3,5 von 5 bei 2 Votes. Ja, genau. Heute das erste Mal im Shop. Für 500 V-Bucks Kontrast. Also, Epic Games, was macht ihr denn? Was ist los? Ich kenne mich ja mit euren Items besser aus als ihr. So, und dann hier die neue, der neue Skin. Weibliche. John Wick. Was haben wir denn da hinten? Da hinten hat die eine Tasche. Da guckt eine Waffe raus. Hier unten das Magazin ein Stückchen, ein Stück weit draußen. Wird wohl. Was könnte das sein? Also wenn ich mir überlege, dass das bis hier vorne hingehen müsste, müsste es eigentlich ein Revolver sein, ne? Also was heißt ein Revolver? Kein Revolver, sondern eine Pistole. So, ja, ansonsten sieht die mega, irgendwie mega cool aus. Schon, da unten, was hat's denn da unten? Hat's denn noch hier? Das ist wahrscheinlich so ein, sieht aus wie so ein Wurfmesser. Der Teil. Ja, Sophia kriegt auf jeden Fall von mir 7 von 10. Finde die gar nicht so schlecht. Das Ding, das muss ich mir echt nochmal genauer anschauen, aber. Ja, nee. Also, 7 von 10 für Sophia von mir. Dann gucken wir mal. Wie ist hier. Oh. Die schneidet nicht gut ab. Schneidet gar nicht gut ab. Da haben wir hier. Also. Ich habe mich auch schon gewundert, ganz ehrlich. Also ich habe auch hier versucht, ein Gameplay reinzubekommen. Ja, aber ich habe jetzt ein paar Runden gespielt. Keiner auf der Map hatte sich irgendwie diese Sophia geholt. Da habe ich gedacht, oh, das wird diesmal heute nichts mit dem Gameplay. Ja, wenn ich mir die Note jetzt hier anschaue, wundert mich das nicht. Also hier haben wir 2,78 von 5 bei nur 9 Votes. Bis jetzt noch kein Reminder. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, wie gesagt, sorry, heute kein Gameplay, dann schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.